Sylt hat einen neuen Inselschreiber. Jan Brandt, der das Literaturstipendium von der Sylt-Quelle erhalten hat, schreibt gerade an seinem zweiten Roman. Bis Ende April bleibt Brandt deshalb auf der Insel. Sein Debütroman Gegen die Welt schaffte es bereits auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Am Dienstagnachmittag fand eine Mahnwache zur Geburtshilfe auf der Insel statt. Nicht nur auf Sylt wurde gegen die Schließung der Station protestiert. In Kiel und Oldenburg fanden gestern zwei weitere Aktionen statt, bei denen für den Erhalt flächendeckender Geburtshilfen im Land protestiert wurde. Zu dem Aufruf in Westerland erschienen rund 25 Insulaner. Unter ihnen auch die Initiatorin der Facebook-Gruppe Rettet die Sylter, Jasmina Ben Slimane. Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt. Im Kreis Nordfriesland waren im März 6.662 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 716 weniger als im Februar. Damit sank die Arbeitslosenquote von 8,3 auf 7,5%. Im Bereich der Geschäftsstelle Westerland waren 718 Personen arbeitslos gemeldet, 195 weniger als im Februar. Die Arbeitslosenzahl sank von 7,6 auf 6%. Kurz vor Saisonbeginn ist besonders Personal für den Hotel- und Gaststättenbereich gefragt. Auch Arbeitskräfte für den Einzelhandel werden gesucht.